you ever had a nightmare that never ended? Müssen wir auch noch ein bisschen einstellen. Controls. So, machen wir mal so. Dass es sich alles ein bisschen besser anfühlt. Ja. Und dann knüppeln wir mal auf dieses schöne Ding. Und craften eine Stone Axe. Was sich alles geändert hat, ich habe wie immer keine Ahnung. Und denkt dran, wir brauchen wieder, ganz wichtig, einen Schluck während der Aufnahme. Ah, es ist schon etwas länger her, dass ich hier 7 Days to Die gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal in der Version 12. Oder 11. Schlagt mich, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz auf Vorrat. Wenn wir schon mal hier sind. Denn wir werden uns dann gleich einen Bogen craften. Ein paar Pfeilchen. Eine Waffe. Und Kleidung. Es gibt jetzt anscheinend Quests. Interessant. Was die Quests jetzt genau bringen, weiß ich nicht. So, das sollte reichen. Aha, da haben wir eine Axt gefunden, die ein bisschen besser ist als meine. Die nehmen wir auch gleich mal. Die können wir gleich weghauen. Wir nehmen noch ein paar Steinchen mit und wir hauen die ganze Zeit nonstop dieses Zeug hier. Das Gras, um uns Klamotten zu craften. Oh. Könnte, glaube ich, die ganze Grafik noch ein bisschen mehr aufdrehen, oder ist es gerade ein Biom, was der Grafik nicht gut tut, ich weiß es nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch kein Vogelnest gesehen, oder? Täuscht das? Jo, anscheinend. Liegt ein toter Hase, hauen wir gleich mal aufs Kreuz. Dass wir gleich ein paar Knochen kriegen. Kriegen wir gerade Knochen? Keine Ahnung. Gut, jetzt riechen wir halt ein bisschen nach frischem Blut. Da ist ein Vogelnest, sehr schön. Lass ein paar Federn drin sein, 18 Stück. Wunderbar. Guti, dann würde ich sagen, craften wir uns mal schnell dieses ganze Zeug zum Anziehen. Was brauchen wir? Pants, Shirts, Hood, Shoes and Gloves.
Craft, 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 Craft und Craft. Wollen wir uns auch gleich alles anziehen. Dann gehen wir aber auch gleich hier weiter. Wooden Bow, Craft und Craft. Guti, und weiter geht's. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir hier auch gleich rein. Wasser können wir immer gebrauchen. Dann checken wir auch gleich mal die Autos da. Die Spannung steigt. Ziehen wir mal schnell gleich alles an. Quest erledigt. Den Bogen ziehen wir uns ins unten rein. Den Block legen wir auch mal da oben hin. A Wooden Club. Okay, machen wir die auch gleich. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Und wir haben jetzt auch eine Waffe zum Hauen. Ja, schön. Jetzt müssen wir dann nochmal den Bogen craften. Das merkt er sich leider nicht. Ja, da ist der erste Zombie. Gehen wir mal in unser Zielmenü. Ja, kein Treffer. Man sieht zwar schön, dass er da durchgeht. Und zack. Wie immer halten die Zombies natürlich viel aus. Das war kein Treffer. Schauen wir mal, was sie wirklich können. Wir haben unseren ersten Zombie erledigt. Yay! Da unten ist ein Brennender. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal, oder? Rennen wir? Ach komm, das Auto, da looten wir noch. Sie hat uns noch nicht bemerkt. Witzig. Das soll jetzt das Rennen sein. Oh Gott, sind wir langsam. Gut, die lassen wir jetzt mal Zombies. Lassen wir die Zombies mal Zombies sein. Wir laufen da jetzt einfach mal weiter. Ah, schön. Jetzt sind wir draußen aus dem ganzen komischen verbrannten Wald. Öl nehmen wir mit. Wer weiß, für was wir das brauchen. Noch mehr Öl. Und nehmen wir ein bisschen Gras hauen. Ich glaube, da kann man inzwischen auch den Schlafsack draus craften. Ja, mit das Holz. Da schauen wir auch mal rein. Das ist jetzt random. Ich bin noch unschlüssig, ob ich wirklich random spielen will. Ich weiß es nicht. Wieder ein bisschen. Kommen jetzt wieder ins Verbrannte. Nee, das will ich aber nicht. Irgendwie schaut das nicht so schick aus hier gerade. Es kann sein, dass ich was verkackt habe bei den Grafikeinstellungen. Wieder ins verbrannte Areal. Ich will nicht. So, als allererstes hauen wir das mal weg. Craften wir gleich mal die Frames.
Bogen hauen wir gleich weg. Wir nehmen den. Hat ein bisschen mehr Dampf drauf. 10 Pfeile habe ich noch. Und willkommen zurück im verbrannten Wald. Ist nicht schön. Ich mag dieses extrem. Das Huhn wollen wir aber. Ich glaube, das gibt viel Federn, ja? Okay, das war's einmal mit dem Huhn. Wir craften schnell eine Axt. Stone. Natürlich wäre es geschickter. Das unter den. Ach, jetzt kann ich das nicht. Was fehlt mir? Mir fehlen Steine, im wahrsten Sinne des Wortes. Die wir jetzt wahrscheinlich genau in diesem Moment nicht finden werden, doch. Finden wir. Und wieder zurück zum Huhn. Sofern noch da liegend. Wo habe ich es denn erschlagen? Das ist eine gute Frage. Wo habe ich denn das Huhn erschlagen? Mein Gott. Ich habe es mir noch fast gedacht beim Weglaufen. Ich habe gesagt, werde ich doch sicher verkacken. Das Nest schaut auch scheiße aus. Na, ich habe definitiv da was verkackt bei den Einstellungen. Es tut mir sorry, aber ich werde deswegen jetzt sicher nicht die Aufnahme abbrechen. Sondern wir werden das ganz einfach in der nächsten Aufnahme verbessern. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, da haben wir eine Kirche. Das ist aber schick. So, dann nehmen wir noch ein paar Steine mit. Und noch ein Nest. Das liebe ich. Und noch ein Nest. Jawohl. Wird langsam. Aber ich hätte mal jetzt gerne einen etwas größeren Stein. Damit ich ein bisschen mehr Steine krieg. Ich weiß, dass du da kommst. Da, 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 komm, mach ein Tänzchen mit mir. Ja, nee, ist klar. So, jetzt haben wir ab. Schön im Kreis laufen. Pfeile. Oh. Geh weg von mir. Wir brauchen noch ein paar Pfeile. Und gleich so viele, wie wir auch herstellen können. 41. Geht das auf? Ist das ein Tor? Anscheinend nicht. Diese Tore hier nicht auf? Gibt es da keine Tore oder was ist das da jetzt? Eine kein Eingangskirche. Okay. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch da gleich mal unsere Frames, um da reinzukommen. So. Und drin sind wir. Gut. Dann können die da. Oh, noch getroffen. Schade, dass der jetzt da kurz über den Stein drüber ist. Oh, da ist ja einer mit einem halben Kopf nur. Oh, was bist du denn für ein Mädel? Looten wir mal schnell. Ja, rechts, links vorbei. Das war der Kopf. Schnell den dreifachen
Damage ausnutzen. In die Eier natürlich, wie sich das für einen guten Zombie gehört. Oh, ist sie tot? Jawohl, da platzt der Kopf. Da lacht das Herz. Gut, der ist auch gestorben. Das ist schon mal gut. Da kommt einer raus. Den begrüßen wir gleich mit dem Header. Ups. Er brennt. Sneaky hinterher. Ist er hin? Ich glaube schon. Sonst könnte er nicht gelootet werden. Ah, shit, jetzt bewegt er sich nach rechts. Arsch. Die Sounds sind witzig. Jawohl, Sneaky Peaky. Jawohl, nochmal Sneaky Peaky. Zweimal. Der ist kaputt. So, das heißt, wie viele Pfeile habe ich noch? 22. Wir verpassen einen Header. Und den Sneaky-Schaden nehmen wir mit. Na, leider nicht ganz. Ah, schade. Der läuft nicht weiter. Boah, dass sie dann das stehen bleiben immer, das ist so nervig. Das ist das, was mich da ein bisschen immer am meisten stört beim Bogen, dieses Reinwandern in diese, dieses Fadenkreuz, ne, dass du den Gegner gar nicht mehr siehst. Das ist schon ein bisschen eigentlich schwachsinnig. Ah, jetzt läuft der da rein. Der ist, glaube ich, wirklich tot da hinten. Schöner Kopftreffer. Und, komm, einer geht noch. Ah, Schultertreffer. Und der ist jetzt tot. Sehr schön. Das heißt, wir knüppeln jetzt noch ein bisschen Holz. Sammeln noch ein bisschen Steine auf. Kriegt man da eigentlich Knochen auch? Ja. Sehr schön. Knochen sammle ich jetzt nur mal auf wegen dem Bone Knife, dass ich Viecher schlachten kann. Zumindest einmal das. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle für die Fackeln. Ist hier eigentlich irgendwo ein größerer Stein? So, der Baum muss weg, es tut mir leid. Oder zumindest erstmal angehämmert werden. Das wäre zum Beispiel mal eine Alternative als Falle, ne? Solche Dinge mal aufbauen, solche glühenden, na, wie heißen sie? Ja, schmeiß weg die Axt, hast du recht. Ja, weißt schon. Frame. Wood Frame. Da craften wir jetzt gleich nochmal 10 Stück. Und das mal weg, was wir definitiv nicht brauchen. So, dass wir da schön drüber kommen. Und fällen uns draußen noch ein Baum. Stone Axe brauchen wir auch noch. Craft am besten gleich zwei. Dann fehlen wir den, der bringt am meisten, glaube ich.
Den machen wir jetzt mal ganz weg. Damit wir wirklich ein bisschen Holz haben. Nehmen noch den Stein da vorne. Und dann müssen wir uns da langsam einigeln in die Kirche. Denn es wird schon 16 Uhr. Dann müssten, glaube ich... Jawohl. Der erste ist weg. Dann müssten aber, glaube ich, die ersten 50 Minuten rum sein, wenn Nacht ist oder der nächste Tag. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach immer tagweise auf. Für die Sessions. Es kann sein, dass ich später dann noch mit ein paar Kollegen das spielen werde. Oder dass sie noch dazu stoßen werden. Da müssen wir erstmal schauen, wo wir dann den Server mieten, etc. etc. Vielleicht machen wir den dann auch. Für die, die es möchten, öffentlich zugänglich, ich weiß es noch nicht. Jetzt gehen wir schnell weg, weil Steine können, Bäume können böse sein, wie wir wissen. Und jetzt machen wir noch den kompletten Stein weg. Dann können wir zumindest mal ein bisschen was craften. Ja, anscheinend ist das jetzt wieder geändert worden. Man kriegt jetzt wieder Scrap Metal, dieses alte Symbol, und nicht mehr dieses Eisenerz. Soll mir recht sein. Ein Symbol weniger oder ein Gegenstand weniger, den man braucht. So, und den bringen wir jetzt richtig runter auf 0 Ausdauer. Wir haben gerade alle Zombies in der Gegend geplättert, das heißt, wir dürften relativ sicher sein für die erste Nacht. Aber hier bleiben will ich definitiv nicht. Denn ich mag dieses verbrannte Areal mag ich überhaupt nicht. Das ist mir zu... Ja, zu trostlos. Ich möchte ein bisschen frische Natur haben. Grünes... Es stirbt sich doch viel angenehmer auf einer grünen Wiese. In einer schönen Au. Weil da liegt sich's einfach leichter als Skelett nachher, ne? Außerdem geht man da als Zombie wesentlich entspannt. Es ist schonender für die Zombie-Gelenke, weil die sind eh altmorsch und, ja, überstrapaziert. Ich habe ja gesagt, den machen wir jetzt ganz weg. Gnadenlos. Dann können wir auch gleich schauen, was wir aus diesem Scrap-Metal alles machen können. Wenn wir vorhin jetzt aber mal umschauen. Fühlt sich noch keiner belästigt, hoppala. 17.17 Uhr. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, es tut mir leid. Dann können wir ein Fireplace machen. Ich weiß nicht, ob wir auch schon das Fleisch irgendwie braten können. Eigentlich auch irgendwo jetzt den Hunger, das ist am Sau wieder weggenommen, oder? Da hatten wir doch vorher die Wasser, die Trinken, also ja, Wasser, die Durstleiste und die Hungerleiste und die Temperaturleiste. Gibt's das alles nicht mehr? So, weg ist er. Schauen wir, ob wir hier noch irgendwo was looten können. Jawohl. Ja, Toilette nehmen wir mit. Was haben wir da? Kacke. Es gibt echt Kacke. Ach, ist das witzig. Stuhl nehmen wir mal mit. Ich hab sie da echt scheiße reingesetzt. Ich pack's nicht. Das hat's vorher definitiv nicht gegeben. So, das ist empty. Kann man die jetzt inzwischen wieder looten? Nee. Gut, dann würde ich sagen... Zurück in unsere erste Unterkunft. Haben wir jetzt beide schon verbraucht? Interessant. Haben wir wirklich beide verbraucht? Wenn wir noch ein bisschen von dem mitnehmen, vom Fiber. Paar Äxte konstruieren, um einfach das Level anzuziehen, dass man nicht immer gleich so eine Wurst craftet, die dann eh gleich wieder weg ist. So, das sollte mal reichen. Ah,
Das Nest nehmen wir mit. Pfeile sind wichtig. So, die noch, die drei. Und dann gehen wir mal in die Kirche und schauen uns das an. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Nehmen wir sie alle weg. Okay. Dann graden wir die auch gleich ab. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Passt. Und nun rein in die gute Stube. Kann man da jetzt wieder rein? Ja, kann man nicht. Okay. Gut, das schaut doch ganz schnieke aus. Da hängen noch die Gedärme raus. Hauen wir gleich mal weg, um hier ein paar wirkliche Dingens hinzusetzen. Frames. Gut. Da machen wir die Tür am besten. Dann haben wir das. Ne, hinten sitzt auch noch einer. Das wäre jetzt noch witzig, wenn sie das so machen würden, dass die auch aufstehen könnten, eventuell als Zombie. Passt. Boom, boom, boom. Gut. Machen wir die Fenster noch alle dicht, so wie sich's gut gehört für eine gute Nacht. Und damit man die garstigen Zombies draußen lassen kann. Nicht wahr? Oh, da ist sogar ein Safe. Da habe ich gleich die ganze Nacht was zum Klopfen wahrscheinlich. Was da Schniekes drin ist. Das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt nur einen Eingang. Ja? Ich sollte mir eine Alternative lassen. Ich sollte mir wirklich eine Alternative lassen, dass ich auf der anderen Seite abhauen kann. So, checken wir das Ganze mal. Ja, das wäre auch eine Option. Machen wir das gleich mal. Setzen wir da noch einen Block her. Dann kann ich nämlich wirklich gleich richtig flüchten. Ne? So. Setzen wir auch noch einen Block her. Safety first, kann man das jetzt hier gleich so reparieren? Nee. Jo. Da müssen die Zombies erstmal reinkommen. So, dann sammeln wir hier noch ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Aus, untouched, okay. Nehmen wir mit. Goodie. Ein bisschen war noch, glaube ich, innen drin zum Schauen. Ich nehme mal mit, die machen wir zu. Und dann looten. Ist das ein Sarg? Tatsächlich. Ha, cool. Cool, 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 cool. Liegt doch da eiskalt ein Dings drin. Das, ja, jetzt brauchen wir da noch Leder, gell? So, was brauchen wir da jetzt noch? Fireplace. Campfire ist das, okay. Dann werden wir schauen, ob wir das Fleisch hier brutzeln können.
Genial wäre es ja. Wo hat das denn jetzt hingetan? Da. Das können wir da jetzt gar nichts können wir da machen, gell? Wie hat man das nochmal geteilt? Okay, so anscheinend. Ah, können wir sogar. Und dann haben wir unser Dings weg. Gut, dann was haben wir hier noch, was wir nicht unbedingt brauchen? Außer alles. Kommen wir denn aus Browns? Okay, die können weg. Dann die lassen wir mal. Den kann man aber übrigens da zum Einheizen verwenden. So. Dann würde ich sagen, kann man das automatisch irgendwie sich aufräumen lassen. Wo sieht man denn jetzt Hunger und Durst? Food 60, Water 60. Okay, dann essen wir den. Das hält sich. Und riecht nicht. Dann nehmen wir die. Und essen die mal. Wellness ist gestiegen. Hunger 8 mal. Okay. Dann würde ich sagen, schlürfen wir ein bisschen Wasser. Kriegen wir da dazu? Nicht ganz 30. 28. Ja, komm, dann können wir den auch gleich wegtrinken. Und dann würde ich sagen, können wir uns dem Safe hier widmen. Aber in der Zwischenzeit könnten wir was craften. Was nehmen wir denn? Machen wir Bow. Den ein bisschen tunen. Von der Haltbarkeit her. Wie viel können wir da? 25. Machen wir mal 15. So. Den brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal. Ich weiß noch nicht, wie ich das anordnen soll. Den nächsten legen wir vorsichtshalber mal rein. Jetzt können wir knippeln. Ach Gott, 2500. Ja, das wird ein spannendes Video jetzt. Ich werde das alleine runterklopfen. 2500. Läuft, würde ich sagen. Yay! Level 2. Hoppala. So, gehen wir in die Hocke. Sieht man da jetzt? Ja, sieht man noch. Unglaublich. Aber wir wissen ja, die Nacht ist lang. Und der Safe braucht lang. Also. No room in inventory. So. Fackeln sind noch, ich glaube, minimal heller geworden, aber trotzdem noch witzlos. So, den legen wir jetzt mal rein. Da haben wir dann, glaube ich, einen ersten 100er. Der kann auch noch weg. Jawohl. So, der erste 100er. Wie viele Pfeile haben wir noch? Muss ich mir auch mal die Favoriten zulegen. 64. Will ich 64 haben? Wo sind denn meine Pfeile überhaupt? Habe ich die alle weggeschossen jetzt? Oder mit dem Bogen weggeschmissen? Ja,
die jetzt alle mit dem Bogen weggeschmissen? Das wäre natürlich schwachsinnig, aber okay. In der Zwischenzeit hauen wir wieder mal ein bisschen auf diesen Safe. Und was wird dann drin sein? Sachen, die wir definitiv nicht gebrauchen können. Aber was wollen wir sonst in der Nacht machen? Ach, wir können Bedroll craften. Aber ich will ja hier gar nicht mehr neu spawnen. Na komm, falls hier was passiert. Bedroll. Machen wir das mal. 22. Habe ich echt die alle weg? Leergeschossen, weggeschmissen? Was weiß ich, keine Ahnung. Das dauert jetzt eh. Da wäre so ein Lockpick, wäre da witziger. Ne? So à la Skyrim oder Fallout oder was weiß ich, oder Gothic. Irgendwie sowas. Stone. Favoriten haben wir sie jetzt mal dazu. Das stellen wir auch mal. Craft. Dann das Bedroll. So, Craft. Arrow. Auch zu den Favoriten. Und Bow. Auch gleich zu den Favoriten. So. Schauen wir gleich mal. Favorite. Oder wieso ist denn das Ding jetzt trotzdem vorder? Ich hab's doch rausgemacht. Was? Willst du mich verarschen, Alter? Egal. Zur Belohnung. Was nehmen wir denn? Essen wir ein paar Bohnen. So, Patrol legen wir mal. Ja. Wenn du es bist und jetzt hacken wir weiter. Auf diesen schönen Safe. Wir bewegen uns Richtung 50%. Was mich ja schon immer mal interessiert hat, ist... Also dieses mit den Zombie-Apokalypse ist klar. Das ist jetzt etwas, was jetzt nicht wirklich mehr oder weniger passieren kann. Aber es kann trotzdem etwas passieren, dass du in... auf dich alleine gestellt bist, oder eigentlich die restlichen Überlebenden der Menschheit auf sich alleine gestellt sind. Du hast keinen Strom, du hast kein trinkbares Leitungswasser, was ja eigentlich eh ein Luxus ist, den wir hier in Mitteleuropa haben, den sonst sehr wenige andere haben. Ne? Weil wenn du schaust, in Asien, in Südamerika, in, ehrlich gesagt inzwischen auch in Nordamerika, in Afrika würde ich definitiv kein Wasser aus der Wasserleitung trinken. Also wir haben da einen richtig hohen Standard, der recht angenehm ist. Nur, wenn das mal alles nicht mehr funktioniert, kein Kühlschrank, das ist das nämlich das Heftigste. Du hast keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe, du kannst nichts haltbar machen. Die meisten wissen ja gar nicht mehr, wie man was einkocht, wie man irgendwas macht, damit es haltbar ist. Oder man kann dann auch noch nicht mal mehr nachschauen. Ne? Jetzt sagst du ganz einfach, okay, oh mein Gott, dann schaue ich halt kurz im Internet nach. Na, das gibt es ja dann auch nicht mehr, das Internet. Ne? Und dann irgendwo hingehen. Es gibt kaum noch Bücher. Ne? Das heißt, es gibt ja dann noch nicht mal mehr die Möglichkeit, irgendwo nachzuschlagen. Ne? Das ist es ja. So. Aber wie viele haben denn jetzt noch wirklich irgendein Wissen, was sie dann dazu nutzen könnten, wirklich halbwegs brauchbar zu überleben? Ich habe mir da mal so eine Liste erstellt, was ich alles lernen müsste. Und es ist doch beträchtlich. Ich meine, ich würde sicher, ich würde überleben. Mehr oder weniger schlecht als recht. Aber ist es mein Ziel, ein Wurmfresser zu werden, der sich die Regenwürmer aus der Erde grapscht, weil er zu anderem nicht fähig ist? Und ich will sicher keiner werden, der irgendwie andere Menschen dann überfällt und was weiß ich, und die also ein Drecksau werden oder so. Sicher muss man in einer gewissen Art und Weise Drecksau werden, um zu überleben. Aber
Naja. Gut, jetzt wissen wir auch bei den Quests, wenn wir da rechts oben schauen. Wir sollten den Bedroll wirklich früher craften. Da sparen wir uns das mit dem Campfire. Müssen wir nicht immer alles doppelt und dreifach machen, auch mit dem Bow. Und wir haben gleich den Safe geknackt. Jetzt erholen wir uns noch ein bisschen. Spannung steigt. Ja, also was steht da auf der Liste drauf? Es fängt damit an, dass ich auf jeden Fall lernen muss, wie kann ich, so wie früher, Lebensmittel haltbar machen. Denn im Winter brauche ich nicht rausgehen und nach Würmern graben. Wer weiß, wo die dann sind. Also wie mache ich Sachen, die ich im Sommer finde, haltbar, dass ich sie auch über den Winter hinaus verwenden kann. Wie ist es klar, Wasser kann ich reinmachen, indem ich es abkoche. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nicht alleine, wir sind zu zehnt. Ich lebe jetzt in der Stadt und ich muss jetzt jeden Tag Wasser abkochen. Jeder Mensch braucht im Schnitt, sagen wir mal, 2 Liter am Tag zum Trinken, reines Wasser. So, haben wir 20 Liter jeden Tag. 20 Liter abkochen jeden Tag ist ein Arsch voll Arbeit. Also muss es andere Möglichkeiten geben, dass ich das irgendwie reinigen kann, dass es trinkbar ist, ohne dass ich irgendwann innerhalb von einem Monat im Umkreis von 10 Kilometern sämtliche Bäume und Feuermaterial eingeheizt habe, nur um Trinkwasser zu machen. Gut, der Safe ist offen, aber das ist doch ein guter Übergang fürs nächste Video. Wir sehen uns wieder. Wenn ihr wollt, subscriben, ne? Ihr lasst mal einen Daumen nach oben da oder was weiß ich. Alles, was ihr machen wollt, würde mich freuen. Haust rein.